Der 35. Mai oder Konrad reitet an die Südsee von Erich Kästner. Es war am 35. Mai. Es war am 35. Mai und da ist es natürlich kein Wunder, dass sich Onkel Ringelhut über nichts wunderte. Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, er hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien 2 bis 3 Schrauben locker. Aber am 35. Mai muss der Mensch auf das Äußerste gefasst sein. Außerdem war Donnerstag. Onkel Ringelhut hatte seinen Neffen Konrad von der Schule abgeholt. Und jetzt liefen die beiden die Glacisstraße entlang. Konrad sah bekümmert aus. Der Onkel merkte nichts davon, sondern freute sich aufs Mittagessen. Ehe ich aber mit dem Erzählen fortfahre, muss ich eine familiengeschichtliche Erklärung abgeben. Also, Onkel Ringelhut war der Bruder von Konrads Vater. Und weil der Onkel noch nicht verheiratet war und ganz allein wohnte, durfte er an jedem Donnerstag seinen Neffen von der Schule abholen. Da aßen sie dann gemeinsam zu Mittag, unterhielten sich und tranken miteinander Kaffee. Und erst gegen Abend wurde der Junge wieder bei den Eltern abgeliefert. Diese Donnerstage waren sehr komisch. Denn Onkel Ringelhut hatte doch keine Frau, die das Mittagessen hätte kochen können. Und so etwas Ähnliches wie ein Dienstmädchen hatte er auch nicht. Deshalb aßen er und Konrad donnerstags immer lauter verrücktes Zeug. Manchmal gekochten Schinken mit Schlagsahne oder Salzbrezeln mit Preiselbeeren oder Kirschkuchen mit englischem Senf. Englischen Senf mochten sie lieber als deutschen, weil englischer Senf besonders scharf ist und so beißt, als ob er Zähne hätte. Und wenn ihnen dann so richtig übel war, guckten sie zum Fenster hinaus und lachten derartig, dass die Nachbarn dachten, Apotheker Ringelhut und sein Neffe sind leider wahnsinnig geworden. Naja, sie liefen also die Glacisstraße entlang und der Onkel sagte gerade, was ist denn mit dir los? Da zupfte ihn jemand am Jackett. Und als die beiden sich umdrehten, stand ein großes schwarzes Pferd vor ihnen und fragte höflich, haben Sie vielleicht zufällig ein Stück Zucker bei sich? Konrad und der Onkel schüttelten die Köpfe. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung, meinte das große schwarze Pferd, zog seinen Strohhut und wollte gehen. Onkel Ringelhut griff in die Tasche und fragte, kann ich Ihnen mit einer Zigarette dienen? Danke, nein, sagte das Pferd traurig, ich bin nicht Raucher. Es verbeugte sich förmlich, trabte dem Albertplatz zu, blieb vor einem Delikatessgeschäft stehen und ließ die Zunge aus dem Maul hängen. Wir hätten den Gaul zum Essen einladen sollen, meinte der Onkel. Sicher hat er Hunger. Dann sah er den Neffen von der Seite an und sprach, Konrad, wo brennt's? Du hörst ja gar nicht zu. Ach, ich habe einen Aufsatz über die Südsee auf. Über die Südsee? Rief der Onkel. Das ist aber peinlich. Entsetzlich ist es, sagte Konrad. Alle, die gut rechnen können, haben die Südsee auf, weil wir keine Fantasie hätten. Die anderen sollen den Bau eines 4-stöckigen Hauses beschreiben. Sowas ist natürlich eine Kinderei gegen die Südsee. Aber das hat man davon, dass man gut rechnen kann. Du hast zwar keine Fantasie, mein Lieber, erklärte Onkel Ringelhut, doch du hast mich zum Onkel. Und das ist genauso gut. Wir werden deinem Herrn Lehrer eine Südsee hinlegen, die sich gewaschen hat. Dann trat er mit einem Fuß auf die Fahrbahn, mit dem anderen blieb er oben auf dem Bürgersteig und so humpelte er neben seinem Neffen her. Konrad war auch nur ein Mensch. Er wurde vergnügt. Und als der humpelnde Onkel einen der Vorübergehenden grüßte und kaum war der Mann vorbei, sagte, Pfui Teufel, das war mein Gerichtsvollzieher. Da musste der Junge kichern, als würde er gekitzelt. Als sie beim Onkel angekommen waren, setzten sie sich gleich zu Tisch. Es gab gehackten Speckkuchen und ein bisschen später Fleischsalat mit Himbeersaft. Die ollen Spartaner aßen sogar Blutsuppe, ohne mit der Wimper zu zucken, meinte der Onkel. Wie schmeckt's, junger Freund? Scheußlich schön, gab Konrad zur Antwort. Tja, man muss sich abhärten, bemerkte der Onkel. Als Soldaten bekamen wir Nudeln mit Hering und als Studenten Reis in Saccharin gekocht. Wer weiß, was man euch, wenn ihr groß seid, zumuten wird. Drum iss, mein Junge, bis dein Magen Hornhaut kriegt. Und damit goss er ihm noch einen Löffel Himbeersaft über den Fleischsalat. Nach dem Essen guckten sie erst eine gute Viertelstunde aus dem Fenster und warteten, dass ihnen schlecht würde. Aber es wurde nichts draus. Und dann turnten sie. Der Onkel buxierte den Neffen auf den großen Bücherschrank und Konrad machte dort oben den Handstand. Moment, sagte Ringelhut, bleib mal eine Weile verkehrt herum stehen. Er ging ins Schlafzimmer, brachte sein Federbett angeschleppt und legte es vor den Bücherschrank,
Dann kommandierte er: Hoppla! Und Konrad sprang in der Hocke vom Schrank hinunter aufs Federbett, das am Boden lag. Großartig, rief der Onkel, ein wenig Anlauf und sauste in der Grätsche längs über den Tisch. Unmittelbar danach hörten sie unter sich einen dumpfen Knall und anschließend viel Geklirr. Und der Onkel sagte ergriffen, das waren Mühlbergs Kronleuchter. Sie warteten ein paar Minuten, aber es klopfte niemand und es klingelte auch nicht. Wahrscheinlich sind Mühlbergs nicht zu Hause, meinte Konrad. Und dann klingelte es doch. Der Junge rannte hinaus, öffnete und kam blass zurück. Das große schwarze Pferd steht draußen, flüsterte er. Herein damit, befahl Onkel Ringelhut. Und der Neffe ließ das Tier eintreten. Es zog den Strohhut und sagte, stör ich? Kein Gedanke, rief der Onkel. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich stehe lieber, sagte das Pferd. Fassen Sie das nicht als Unhöflichkeit auf, aber wir Pferde sind zum Sitzen nicht eingerichtet. Ganz wie Sie wünschen, meinte der Onkel. Darf ich fragen, was uns die Ehre Ihres Besuches verschafft? Das Pferd blickte die beiden mit seinen großen, ernsten Augen verlegen an. Sie waren mir von allem Anfang an so sympathisch, sagte es. Ganz unsererseits, erwiderte Konrad und verbeugte sich. Haben Sie übrigens immer noch Appetit auf Würfelzucker? Er wartete keine Antwort ab, sondern sprang in die Küche, holte die Zuckerdose ins Zimmer, legte ein Stück Zucker nach dem anderen auf die Handfläche und das Pferd fraß, ohne abzusetzen, circa ein halbes Pfund. Dann atmete es erleichtert auf und sagte, Donnerwetter nochmal, das würde aber höchste Zeit. Besten Dank, meine Herren. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Ich heiße Negro Caballo. Ich trat bis Ende April im Zirkus Sarasani als Rollstuhlnummer auf. Dann wurde ich aber entlassen und habe seitdem nichts mehr verdient. Ja, ja, sagte der Onkel Ringelhut. Es geht den Pferden wie den Menschen. Diese verflixten Autos, fuhr Negro Caballo fort. Die Maschinen richten uns Pferde völlig zugrunde. Denken Sie nur, ich wollte mich sogar als Droschkengaul vermieten, obwohl ich ja eigentlich ein Pferd mit Gymnasialbildung bin. Aber nicht einmal der Generalsekretär vom Fachverband der Droschkenpferde konnte mich unterbringen. Und das ist bestimmt ein einflussreiches Pferd. Im Übrigen fährt dieses Rhinoceros von einem Gaul selber Auto. Unter solchen Umständen braucht man sich freilich über gar nichts mehr zu wundern, erklärte Onkel Ringelhut kopfschüttelnd. Sie sind ein netter Mensch, sagte das Pferd gerührt und schlug ihm mit dem linken Vorderhuf auf die Schulter, dass es nur so krachte. Aua, brüllte Onkel Ringelhut. Konrad drohte dem Rappen mit dem Finger. Wenn Sie mir meinen Onkel kaputt machen, rief er, kriegen Sie es mit mir zu tun. Das Pferd schob die Oberlippe zurück, dass man das weiße Gebiss sehen konnte, und lachte lautlos in sich hinein. Dann entschuldigte es sich vielmals. Es sei nicht so gemeint gewesen. Schon gut, sagte Onkel Ringelhut und rieb sich das Schlüsselbein. Aber das nächste Mal müssen Sie etwas vorsichtiger sein, geschätzter Negro Caballo. Ich bin keine Pferdenatur. Ich werde aufpassen, versprach der Rappe. War ich der beste internationale Rollschulakt unter Säugetieren bin. Und dann guckten sie alle drei zum Fenster hinaus. Das Pferd bekam, als es auf die Straße hinuntersah, plötzlich einen Schwindelanfall, wurde vor Schreck blass und klappte die Augendeckel zu. Erst als Konrad meinte, es solle sich was schämen, machte es die Augen langsam wieder auf. »Kippen Sie bloß nicht aus dem Fenster«, warnte Ringelhut. »Das fehlte gerade noch, dass ein Pferd aus meiner Wohnung auf die Johann-Meyer-Straße runterfällt.« Negro Caballo sagte, »Wissen Sie, unsere Eins hat so selten Gelegenheit, aus dem dritten Stockwerk zu sehen. Aber jetzt geht es schon. Trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich in die Mitte nehmen wollten. Besser ist besser.« Das Pferd positionierte sich nun also zwischen Onkel und Konrad, streckte den Kopf weit aus dem Fenster und fraß vom Balkon der Nachbarn zwei Fuchsien und eine Begonie mit Stumpf und Stiel. Nur die Blumentöpfe ließ es freundlicherweise übrig. Plötzlich gab es auf der Straße einen Heidenlärm. Da stand nämlich ein kleiner, kugelrunder Mann, wedelte mit den Armen und den Händen, strampelte mit den fetten Beinchen und schrie wie am Spieß. »Das geht entschieden zu weit«, kreischte er aufgebracht. »Augenblicklich nehmen Sie das Pferd aus dem Fenster. Kennen Sie die Hausordnung noch immer nicht? Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, Pferde mit in die Wohnung zu bringen? Was?« »Wer ist der Knirps?«, fragte Konrad. »Ach, das ist bloß mein Hauswirt«, antwortete Onkel Ringelhut. »Clemens Waffelbruch heißt er.« »So eine Unverschämtheit ihrerseits«, schrie der kleine, dicke Herr Waffelbruch. »Die Blumen, die dieses Schindmäher von Lehmanns Balkon widerrechtlich entfernt und gefressen hat, werden Sie gefälligst ersetzen. Kapiert?« Da lief dem Pferd ein Schauder über das schwarze Fell. Oh, beleidigen ließ es sich nicht. Es kriegte einen der leer gefressenen Blumentöpfe zu fassen und ließ ihn senkrecht aus dem Fenster fallen. Der Blumentopf sauste, als habe er es ordentlich eilig,
abwärts und bumste dem schreienden Hauswirt mitten auf den steifen Hut. Herr Clemens Waffelbruch knickte in die Knie, schwieg verdutzt, blickte wieder nach oben, zog seinen demolierten Hut und sagte dann zitternd: »Nichts für ungut.« Dann stolperte er rasch ins Haus. »Wenn der Kerl nicht gegangen wäre«, sagte das Pferd, »hätte ich ihm nach und nach den ganzen Balkon auf den Hut geschmissen.« »Das wäre mir entschieden zu teuer geworden«, meinte Onkel Ringelhut. »Gehen wir lieber wieder ins Zimmer.« Negro Caballo wieherte belustigt. Dann spazierten sie ins Zimmer zurück und spielten zu dritt Dichterquartett. Das Pferd gewann, wie es wollte. Es kannte alle klassischen Namen und Werke auswendig. Onkel Ringelhut hingegen versagte völlig. Er als Apotheker, der er war, wusste er zwar, was für Krankheiten die Dichter gehabt hatten und womit sie kuriert wurden und woran sie gestorben waren, aber ihre Romane und Dramen hatte er samt und sonder verschwitzt. Es ist kaum zu glauben, doch er behauptete tatsächlich, Schillers Lied von der Glocke sei von Goethe.